Im folgenden Video machen wir eine kleine Zeitreise und zwar bis ins Jahr 2100. Die meisten von uns sind da schon tot, aber unsere Kinder werden vielleicht gerade ihre Rente genießen. Wir fragen uns, was hat der Klimawandel mit der Welt gemacht? Antworten auf diese Fragen seht ihr jetzt. Viel Spaß bei Klimawandel. Wie sieht die Welt im Jahr 2100 aus? Voraussagen sind immer schwierig. Der Klimawandel lässt sich nicht exakt voraussagen. Es ist nicht so wie bei einem Wetterbericht, bei dem man ziemlich genau abschätzen kann, was in der nächsten Woche so alles passieren wird. Neben den menschengemachten Effekten wie Industrie, Viehzucht und Straßenverkehr spielt auch die Sonnenaktivität eine Rolle. Es lässt sich außerdem nur schwer voraussagen, welche Folgen ein heißer werdender Planet hat. Manche sagen, dass es paradoxerweise durch den Klimawandel in Europa sogar auf Dauer kühler werden könnte als vorher. Ohne jeden Zweifel verändert sich etwas hier auf der Erde und wir wollen uns anschauen, wie. Sollten wir falsch liegen, könnt ihr euch im Jahr 2100 gerne bei uns beschweren. Ist der Klimawandel vielleicht nur ein Fake? Dass es wärmer wird, da sind sich im Prinzip alle Menschen einig. 2016 war das wärmste Jahr seit Beginn der systematischen Messungen im Jahr 1880. Es waren ca. 1,1 Grad Celsius mehr als in vorindustrieller Zeit. Die vier wärmsten Jahre, seit Temperaturen aufgezeichnet werden, sind 2016, 17, 15 und 2014 gewesen und auch das aktuelle Jahr ist auf dem besten Wege, alle Rekorde zu brechen. Vor allem das Tempo, mit dem der Temperaturanstieg geschieht, bereitet Sorgen. So erwärmte sich die Erde beim Übergang von Eiszeit in eine Zwischeneiszeit binnen ca. 10.000 Jahren etwa um 4 bis 5 Grad Celsius. Bei der menschengemachten globalen Erwärmung wird jedoch eine Temperaturerhöhung von 4 bis 5 Grad binnen 100 Jahren erwartet. Die Erwärmungsgeschwindigkeit ist also etwa 100 Mal größer als bei historischen, natürlichen Klimaveränderungen. Fast alle Wissenschaftler gehen davon aus, dass dies mit der Industrialisierung durch den Menschen zusammenhängt. Nur eine winzige Minderheit macht natürliche Phänomene dafür verantwortlich. Die Welt im Jahr 2030. Bis zu diesem Jahr ist noch Zeit, die Erderwärmung rückgängig zu machen. Wenn der weltweite Kohlendioxidausstoß 2030 immer noch steigt, wird es zu spät sein. Das sagt zum Beispiel der Klimaforscher Mojib Latif vom Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Dabei bemüht sich die Menschheit bereits, den Klimawandel aufzuhalten und in den letzten Jahren steigt der CO2-Ausstoß auch nur noch langsam. Das ist allerdings viel zu wenig, um die Erwärmung dauerhaft zu verringern. Im Jahr 2030 könnten so oder so bereits sämtliche großen Alpengletscher abgetaut sein. Dies würde mit Überschwemmungen wie in der Schmelzzeit einhergehen und könnte zum Aussterben einiger Tierarten führen. Die Welt im Jahr 2050. Wenn 2030 die Chance vertan wurde, den Trend umzukehren, ist die Welt im Jahre 2050 nur noch schwer wiederzuerkennen. Die Arktis zum Beispiel ist bereits den ganzen Sommer über eisfrei und problemlos für die Schifffahrt zu benutzen. Der Frühling fängt auch in Mitteleuropa bereits Anfang Februar an und die meisten arktischen Tiere wie Polarfuchs und Eisbär haben keinen Lebensraum mehr und sterben aus. Die Sommer in Deutschland sind unerträglich heiß und hunderte Millionen Klimaflüchtlinge strömen aus allen Teilen der Welt in den Norden. Die Versorgung wird schwierig sein, da immer mehr Ackerfläche der sich ausbreitenden Wüste zum Opfer fällt. Die Welt im Jahr 2075. Im Jahr 2075 könnte ein paradoxer Effekt eingetreten sein. Das Wetter in Nordeuropa kühlt sich deutlich ab. Dies läge am Golfstrom, welcher Europa schon heute überdurchschnittlich warm sein lässt. Dieser wird allerdings durch komplizierte Wasserströmungen in der Arktis am Leben gehalten. Da dieser allerdings bereits komplett abgeschmolzen ist, gibt es keinerlei Bewegung mehr und das warme Wasser erreicht Europa nicht. Das Ergebnis wären fallende Temperaturen und eine Klimagrenze entlang der Alpen. Südlich davon der immer heißer und wüstenähnlicher werdende Mittelmeerraum, nördlich davon die feuchtkalten Steppen Mitteleuropas, in denen es immer mehr aussieht wie heutzutage in Zentralkanada. Die Welt im Jahr 2100. Durch die Eigendynamik der schmelzenden Eisflächen, die außerdem kein Sonnenlicht mehr ins Weltall zurückreflektieren können, ist die Erde immer heißer geworden. Im Jahr 2100 könnte sie durchschnittlich 4 bis 6 Grad wärmer sein als heute. Wie schlimm es allerdings genau wird, das vermögen nicht einmal Wissenschaftler zu sagen. Wahrscheinlich ist auch die Antarktis zumindest im Sommer zu einem großen Teil eisfrei geworden. Nur in der Gegend ein paar hundert Kilometer um den Südpol finden sich die letzten Eisreserven. Zu diesem Zeitpunkt ist der Klimawandel laut Wissenschaftlern, selbst wenn gar kein CO2 mehr in die Atmosphäre abgegeben wird, nicht mehr aufzuhalten. Was können wir tun? Druck machen. Eine Einzelperson kann auf spritschluckende Autos verzichten, vielleicht aufs E-Auto wechseln.
weniger oder am besten gar kein Fleisch mehr essen und nicht allzu viele Flugreisen unternehmen, aber wirklich großen Einfluss haben vor allem die Staaten und Konzerne. Sie müssen sich auf Klimaziele einigen. Sie müssen die Standards für Produkte so einrichten, dass sie möglichst wenig verbrauchen. Also haut den Politikern auf die Finger, erinnert sie an ihre Verantwortung für die Menschheit und vor allem glaubt immer der Wissenschaft und nicht irgendwelchen Spinnern, die euch erzählen, es gäbe keinen Klimawandel. Was denkt ihr? Lässt sich der Klimawandel vielleicht noch aufhalten? Verratet es uns in den Kommentaren.